Die letzten 2 Wochen waren wir für euch wieder fleißig unterwegs hier im Neumarkt. Mich hat es zum Beispiel in die Bahnhofstraße verschlagen zu Mode Frenzel. Ich durfte aber im Kloster St. Josef vorbeischauen. Und am Wochenmarkt, da haben wir 30 Jahre gefeiert, hat es mich anschauen dürfen. Ja, und auch die Nicole war unterwegs. Genau, ich durfte zu Sees Polsterwerkstatt vorbeischauen. Dort habe ich mir erklären lassen, wie man aus etwas Altem etwas Neues macht. Danach ging es zu Rackel am Rathaus. Dort haben wir uns 5 Tipps für das perfekte Osterfest geholt. Und zu guter Letzt waren wir noch bei TUI im Neuen Markt, im Einkaufszentrum. Dort haben wir uns Reisetipps geholt. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, dann mal reinzuschauen und auch immer auf dem Laufenden zu bleiben, aktives-neumarkt.de/news oder ihr scannt den QR-Code in der Anzeige. Und dann wünschen wir euch viel Spaß auch bei den nächsten 2 Wochen. Genau. Das Neueste aus der Region vom Bauzentrum Klebel, dem Profi vom Keller bis zum Dach.